yesterday. Herzlich willkommen zu einer neuen Stunde Giga. Live genau. Aus Berlin. Hier ist Berlin. Ach, hier ist das Vierte. Bevor du jetzt prollig wirst, lass mal weiter. Ich bin aber dieser Thomas Hex und ich prollig. Das ist oberprollig. Nein. Also, wir haben hier so viel zu zeigen in diesem wunderschönen Studio. Am The Gate müsste das Studio eigentlich heißen. Wo setzt sich der Host hin bei dieses, bei Live? Ja, der auf die Torte. Der liegt in der Regel. Übrigens, ja. Übrigens, also hier ist live. Weißt du, was lustig ist? Das Motto ist ja heute, Giga und die glorreichen Sieben. Ne? Und jetzt guck mal, wie viele Leute auf dem Channelbild bei live sind. Lass mich mal Können wir das mal einblenden? Sieben! Wie lustig! Ja. Wir müssen uns hier umbenennen. Das ist ja alles blöd. Hört doch mal zu, hier wird was gemacht. Was? Schildkröte. Wir haben... Was haben wir? 7 Jahre lang da nicht zugehört. Ach so. Sollen wir jetzt mit anfangen? Ja, natürlich. Das ist doch. Das ist aber nicht die Schildkröte. Mach mal die Schildkröte. Das können wir doch gleich machen. Genau, wir haben keine Zeit. Wir haben wieder keine Zeit. Mann. Also, folgendes ist hier gerade Phase. Wir versuchen, uns in den Sport & Fun Chat einzuloggen. Kannst du dich hinsetzen? Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil das war ja früher vom Krieg alles anders. Wir sind jetzt Gast 65268. Aber super. Nicht mehr lange. Das könnt ihr doch ganz normal ändern. Wie denn? Ja, dann fragt ihr dann nach. Das macht Sie sollen dann, liebe Leute im Chat, da sind ganz, ganz viele Stammzuschauer aus den ersten Jahren dabei. Genau. Genau. Geht's los. Ja? Könnt ihr uns mal erklären im Chat, wie das geht? Was macht ihr jetzt gleich bei mir ist der Chat. Gude. Der ist auch schon mal gewesen mit uns. Ich würde sich unseren Fragen stellen. Auf Ziegel, oder? Ruhe da drüben. Und ich werde vielleicht noch die Schildkröte machen. Freuen wir uns auf die Schildkröte und weiter geht's mit Update und Real. Und iNews. Hallo! Gott, was ist das für eine Kameraeinstellung? Hast du dich Namen Hallo, ich bin die Wächterin der Gruft. Wisst ihr, was ganz toll ist? Draußen ist tatsächlich das Brandenburger Tor. Das ist keine Fototapete. Ich habe es nachgeprüft und das ist tatsächlich ein Fenster. Und Ballons sind eben in den Himmel gestiegen. Das hatten wir organisiert. Ja. Und diese Dödel von Sport und Fun, wie immer das Gleiche mit denen, die überziehen. Und dafür hatten wir nicht genug Zeit, hier diesen Effekt zu zeigen. Das ist eine Unverschämtheit, oder? Dafür aber... Sind Sie da? Perfektes Timing. Bis zum Ende halten Sie durch unsere Fans draußen vom Fenster. Ja. Momentan sieht man einen, ich gebe es zu, und auch nicht wirklich. Da die gucken einen ja wirklich zu. Die haben auch ganz süße, hallo. Ganz süße Plakate aufs Fenster gehangen, das zeigen wir gleich. Aber jetzt zu euch, was erwartet uns in der nächsten Stunde? Wir brechen ein in eine neue Dekade, ja. Also nachdem dieser Mann in der Tiefgarage rappt, der andere furzt im Studio, habe ich mir gedacht, ich suche mir einen neuen Kollegen, nämlich Matthias. Aber vor Matthias war ja die Christoph-Zeit. Reed on Air. Der furzende Reed. Nein, es war eine sehr schöne Zeit. Du hast dich ja ein bisschen zurückgezogen aus dem Business. Ich finde das so unverschämt, dass ich jetzt in die Geschichte gehe, weil hier eine Klimaanlage steht, dass ich hier im Studio rumkacken würde. Ja, das ist eine Unverschämtheit. Ich bin ja seriös. Ute, sag doch mal was. Absolut, da macht man einmal, weiß ich nicht, was Albernes und schreibt man die Kappe auf für immer. Ich finde das auch nicht in Ordnung. Ist gemein von mir, oder? Wir sind auch gleich ganz lieb zu Christoph. Wir sind nämlich auch mal auf die Straße gegangen mit diesem Bild hier, mit diesem Kopf. Ja. Und haben die Menschen gefragt, was macht dieser Mann? Ist er ein Schwerverbrecher? Ist er ein Klempner oder vielleicht ein Comedian? Und wir schauen gleich mal an, was dabei rausgekommen ist. Alles klar, wir müssen abgeben. Oder möchtest du noch schnell was sagen? Matthias. Tschüss, ja. Matthias, ich mag dich. Ich dich auch. Mutter ist auch süß, oder? Oh. Mutter auch süß. Ich werd rot. Wir müssen ganz schnell abgeben zu Stars. Dankeschön, liebe Uta. Weiter geht's mit Stars. Ja. Darf ich was zeigen? Ja. Haben wir eine Handkamera hier? Ja, guck doch mal da drüben. Ist ganz mysteriös. Ja, was gibt es denn jetzt bei euch in dieser Stunde? Emily weiß schon, was es ist, weil Emily war nämlich dabei, als ich diese Tasse geschickt bekommen habe. Die ist auch 7 Jahre alt. Können wir das mal zeigen? Achtung, Emily, nicht nass werden. Das ist nämlich eine Zaubertasse. Wir hatten irgendwann mal in einer der allerersten Sendungen eine Firma in der Sendung, die hat uns das mitgebracht. Wenn man da heißes Wasser reinschüttet, geh mal hier auf die Stelle von der Tasse so. Guck mal. Ups, warte. Ich weiß, Studio und Kabel und so. Guck mal, was jetzt passiert. Funktioniert so. Also Stunden später. Guck. Sie verändert. Die habe ich jetzt beim Umzug wiedergefunden. Und guck mal, was auf dem Bild kommt. Wer ist denn das? Das ist Stimmlieb. Sieht man schon?
vier Brüste von zwei Frauen. Ja. Und da sind toll. Unsere Gesichter. Guck mal, das ist die, also dieses Bild, das dürfte auch schon so von 1999 sein. Schön, oder? Solche Geschenke haben wir damals von unseren Gästen bekommen. Mm, toll war das. Super, ne? Ja. Wir nehmen heute auch gerne Geschenke an, ne? Ja, jetzt. Ja. Immer noch, bitte. Und dann geht es jetzt also in dieser Stunde um Zauberei. Ja, ich habe jetzt erst schon gedacht, es geht darum. Ich hatte ja schon Angst, dass Kerstin irgendjemand verbrühen will mit dem heißen Wasser. Aber das ist nicht. Nein, wir haben uns das jetzt ausgemacht. Wir werden Improv machen. Eine kleine Improvisierung. Ich habe eine Szene vorgegeben. Die beiden wissen noch nicht Bescheid. Ich könnte jetzt mal die Zettel verteilen. Das für Emily aber nicht Lunzen. Danke. Und das für Kerstin aber nicht Lunzen. Und die werden gleich das Szenario spielen. Aha. Ich werde mich zurücklehnen und Regieanweisungen geben. Und der Chat doch auch. Und vielleicht. Der Chat nämlich auch. Genau. Deswegen habe ich, wir haben einen Chatraum angelegt, der heißt Improv. Also geht rein, join ihn. Und dann könnt ihr Regieanweisungen geben, die ich da einfach rausrufen werde, wie zum Beispiel Emily, heul! Super! Emily anfangen zu weinen. Aber ich kann das eigentlich. Eigentlich bist du ja dafür zuständig, Kerstin. Ich liebe Improvisation. Also gib uns ganz schwere Anweisungen und Befehle. Wir tun alles, was ihr wollt. Das ist doch mal eine Ansage. Und weiter geht's mit Tech. Nein, bleib hier. Nein, rüberkommen. Hier. Ja, schon. Die ganze sexy Ecke zur Tech-Ecke. Ja, man kann nicht alles nehmen. Boah. Ey, ja. Was? Die haben ja auch nur Uta bekommen. Ja, du Blödi. Was ist das denn? Schweinefleisch. Die Frikadelle war eigentlich für Kevin, mein Freund Kevin. Das ist eine Frikadelle. Wir befinden uns im Tech-Bereich. Tech, Help, wie auch immer. Das sind die Jungs, die sich auskennen. Das ist Marco, das ist Kevin von früher, das ist Hüsel von jetzt immer noch. Von jetzt immer noch? Hüsel von jetzt. Ja, yeah. Du weißt meinen Nachnamen. Was macht ihr in dieser Stunde? Was wir machen? Ich stand immer noch hier mit dem Herrn Körber. Ja. Kevin. Mit Kevin, Körber, Kevin. Ein paar Movies angucken. Wie, was denn? Schinken auspacken. Das können wir auch. Ja, wie er das Kotelettchen findet. Versaute Movies. Nein. Schöne Movies aus der Vergangenheit, ja, selbstverständlich. Und es gibt natürlich von dir haben wir ja noch ein versautes Movie. Von mir? Nein, von dir. So, Leute. Oh, guck mal, da hinten ist ein Rechner abgestürzt. Lauf mal schnell dahin. Geht mal schnell dahin. Wir haben Probleme mit dem Rechner da hinten. Schnell, Hüse, schnell. Weg, schnell. Weg, funktioniert immer. Weiter. Na, oh, aber ganz schnell. So, jetzt, ganz kurz. Alle Kameras auf mich. Nein, ich muss ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar, eigentlich hat Giga ja nur den Weg für mich geebnet, um Popstar zu werden. Denn ihr wisst wie wir alle im Grunde, aber ich hatte ja immer schon das Talent dazu. Und ich habe ein Lied ins Leben gerufen, das da heißt Summer Mail. Gott, damit hat die uns genervt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war grauenvoll. Und ich muss... Und ich muss euch ehrlich sagen, Fans stehen da draußen am Fenster, ganz süß, die möchte an dieser Stelle nochmal anwinken. Da wurde sogar aufgerufen, wir warten auf dein Summer Mail. Eigentlich ist das total fies, kann man das lesen, da kann man nur Vanessa, Uta... Kann man Summer Mail lesen? Kann man nicht so richtig lesen. Aber es wollen ein paar Leute sehen, na gut, wenn es denn sein muss. Und alle, wollt ihr sehen? Nein. Guck mal, Uta, du bist die Einzige. Ich bin die Einzige, wie immer. Das will keiner sehen. Wollt ihr sehen? Ja! Nein, das will keiner sehen. Wollt ihr sehen? Wollt ihr hören? Nein. Alles klar. Keiner will es sehen. Mach Play. Guck mal. Mach Play. Soll ich? Ja, lauter. Lauter. Das schreit keiner, Uta. Ach so. Ja. Danke, Lutz. Die Community will das. Ich spiele doch. Ab! Jetzt ab! Laut! Im Studio laut! Beginnt es die Qualität schlecht.
lustig. Ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut und ich habe mir was ganz Lustiges einfallen lassen. Ich habe ja die Community aufgerufen, aber auf euch konnte man ja nicht bauen, deswegen habe ich mir selbst was einfallen lassen. So, jetzt haben wir also, wir machen jetzt eine kleine Improvisation, habe ich mir gedacht. Wir waren jetzt zumindest die Mädels alle mal in Los Angeles und haben davon ja auch schon mal gehört. Und deswegen habe ich mir ein Szenario einfallen lassen. Kannst du mal ganz kurz sagen, wie du heißt? Mit richtigem Namen? Nein. Bert Mann ist mein Name. Mann. Und Sie? Erike Schnauze. Schnauz heißt du nur. Schnauze. Schnauz. Ach, Schnauz. Schnauz. Katja Stein. Also wir haben hier Katja Stein, Erike Schnauz und Bert Mann. Die haben alle eine Beziehung untereinander, die sie nicht ganz genau kennen. Also Marco weiß nicht ganz genau, was in ihrem Kopf vorgeht und in ihrem und umgekehrt. Die wissen also alle was Unterschiedliches. Die beiden treffen sich jetzt in einem Café, sind schon seit 3 Jahren ein Paar, boah, total lang zusammen. Die haben jetzt was zu besprechen. In einer kurzen Minute wird die gute Freundin Katja. Sag ruhig, Katja Stein. Hast du ein Problem mit meinem Namen? Andrea. Katja Stein mit AI wohlbemerkt dazutreten und das Ganze noch ein bisschen bunter machen. Wenn ihr dabei sein wollt, geht jetzt in den Chat. Improv heißt der Chatroom. Und da könnt ihr Regieanweisungen gehen, denn ich gehe jetzt mal hinter meinen Rechner und dann werde ich die Regieanweisung per Megafon rausbrüllen, damit die Guten mich hören und dann schön darauf eingehen können. Also seid dabei, jetzt machen alles, ne? Wir machen alles. Und Cameras rolling. Action! Bernd! Na, wie geht's dir? Oh, ich liebe dich und ich muss dir was sagen. Was denn? Ich krieg ein Kind von dir, falls du es noch nicht bemerkt hast. Ist es von uns? Ja. Das trifft sich gut. Also ich war ja neulich auf dem Schusterlehrgang, ne? Und da haben wir ja recht viel genagelt und Leisten und so, weiß ja. Und da ja, aber da war ich nicht mit dabei. Ja, aber ich war auf dem Schusterlehrgang. Das aber findest du das nicht Woche. Schön? Also ich finde. Ich, ja. Also ich würde dich jetzt auch heiraten, ne? Jetzt sofort? Du mich auch. Ja, das Problem ist, dass auf dem Schusterlehrgang, da habe ich. Was war das mit dem Schusterlehrgang? Ja, bist du eigentlich offen für andere Beziehungen? Ja, mit so? Unserem Kind. Ja, weil. Ja. Katja, hallo! Schön, dich zu sehen. Hi. Hast du schon gesehen? Also, ich krieg ein Kind und wir heiraten bald. Hallo, Rike. Wir heiraten. Hi. Katja. Hi, Bernd. Hi. Hi. Hallo, ich krieg ein Kind. Ich will, dass du Patentante wirst. Mhm. Ja. Hallo? Mir geht's. Hallo? Ja. Bernd! Das war nun unser Kind! Was ist mit deinem Lust? Oh, cool. Du bist ja schwanger? Ja, vom Bernd. Ja. Zwillinge! Du kriegst Zwillinge! Ach so, ich krieg nicht nur ein Kind, ich bin ja erst im ersten Monat. Wie meinen Sie, ich krieg, beide von ich krieg mir? Zwillinge. Beide von mir? Ja, beide von wie dir. Jetzt von dir. Ihr seid ganz böse. Ihr beiden. Was macht ihr miteinander? Ja. Sag mal, spinnt ihr beide! Ja. Wir haben so die Male! Ich warte. Liebe dich! Schatz, warte ich doch liebe mal. Dich! Warte doch mal. Alter, das, was wir angefangen haben, also, das können wir auch zu Ende bringen. Ja, was steht hier drin? Was willst du sagen? Katja, hast du? Beste Freundin! Du hast ja gesagt, du bist impotent! Ich hatte mal einen Unfall mit einem Telefonkabel. Was? Mir geht's über was? Gar nicht, das geht doch. Singen, Marco. Cause I had the time of my life. Ja, ja, ich hab gesagt, and I never felt like this before. Das Spaß zusammen. Yes, I swear. Was? Hä? Was? Marco ist nicht der Vater. Marco ist nicht der Vater. Ich habe hier einen Beweis. Also, den habe ich gerade aus dem Krankenhaus. Wenn du impotent bist, da könnte ja vielleicht jemand anderes zum Frage kommen. Was denn? Ja, ich hatte da mal so einen Griechischlehrer. Der Postbote und? Ist der Vater. Der Post, also der war auch Postbote, auch gleichzeitig. Griechischlehrer und Postbote. Ja, genau. Und, ach, der Postbote. Ja, und der war echt, also der war echt nett. So, also Katja, du hast ihn doch auch mal. Wir müssen kurz eine Pause machen. Cut! Eigentlich. So, wir machen jetzt erstmal was ganz Aktuelles, während die sich hier weiter in ihrer virtuellen Welt rumfreuen. Gibt's für euch Sammy Deluxe mit Let's Go. Ja, schon wieder. Cheer, doch, man. Ich bin zurück. Deluxe Records. Und ich bin hier im Business und kenn keine Limits. Ich steige mich weiter, also wer von euch Rapper mir will es. Ich scheiße, was schade ist, leider welcher Rapper gerade in ist. Mein Baggy so will es, weil jeder Rapper besser ist. Still ist und zack, zack, auf links, rechts. Ich spit Rap. Interesse, als ob ich dich jetzt bitch slap. Kidnap, so viele Sachen, die dir passieren können. Ich motiviere Fans zu schreiben, bleib hier, Sam. Warum ich jetzt zwar nicht nur für den Augenblick, alle Spianer taugen, ich produziere bloß einen Haufen Mister. Die Leute kaufen, die sind später frustriert und landen dann am Ende wieder bei mir, der meiste geht. Wenn ich den Scheiß, die Füße schreibe, wenn ich den Scheiß, die
schneller als die Motorficker. Bitte, bitte, und es wird immer schlimmer, ich glaub nicht. Bitte, Kinder, ich bin nicht wieder keiner, ihr traut mich noch nicht. Jetzt, wenn ich das Game verlasse, kein Fame mehr hab und keine Mixtapes mehr mach. Bitte, bitte, Mr. DJ, komm, tu mir den Gefallen, spiel meine Lieblingssong, nämlich wenn ich den Scheiß hier für schreibe, wenn ich den Scheiß hier für schreibe. Den Hook krieg nie genug Musik für Club, dazu wie ich auf Beats, ich probe nämlich. Giddy-git, blah. Hier ist neuer Hamburg City Shit, yeah. Leg dein Arsch just a little bit, nah. Haska, Mike, get, bitte, get, tag. Wenn ich den Scheiß hier für schreibe, wenn ich den Scheiß hier für schreibe, wenn ich den Scheiß hier für schreibe. Looks crack is lit. Let's go, mein Freund. Ich bin neu Flow, mein Freund. Willkommen zu der Show, mein Freund. Davon haben wir jahrelang schon geträumt. Und jetzt ist wahr, es ist da. Die Lichtschrecke ist da, auf extra Lars. Extra Beats, in extra Bars. Komm, beweg dein sexy Arsch. Komm, 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 schüttel ihn, Baby. Ich glaub, du solltest nach, als würdest ihn, Baby. Ja, 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 bleib bei Bewegung. War der Mann und ich hätte da eine Idee. Um, wenn ich den Scheiß hier für schreibe. Wenn ich den Scheiß hier für schreibe. Oh. Natürlich ist Joey auch hier, wenn wir den Netbeat wieder aufleben lassen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch total. Wir haben ja zuletzt den Netbeat moderiert und du dann nachher noch alleine. Ja, 9 Monate. Und ja. Du ganz alleine den im Live. Ja, genau. Ja. So war das damals, wir wurden auseinander. Bist du wieder hier? Und woher kommst du? Was machst du jetzt sonst? Ich bin im Moment noch in Düsseldorf, muss aber demnächst nach München ziehen und mach gerade Wetter wunderschau dich schlau. Ah. Total toll. Das ja. Kommt immer, kann ich das kurz sagen? Um ja. 18 Uhr am Sonntag auf RTL 2 und es macht Riesenspaß. Und wie ist das für dich jetzt, wieder hier zu sein? Was ist das für ein Gefühl? Großartig, um Gottes Willen. Es ist so toll, alle Leute zusammen. Ich glaube, wenn ich jetzt immer hier wäre, nur mit den Neuen, wäre es auf keinen Fall vergleichbar. Aber so mit allen Alten, ich finde, das sollten wir öfter tun. So einmal im Monat Revival. Ja, vielleicht kann man daraus ein einmal im Jahr machen oder alle 7 Jahre. Ach ja? Nein. Dann haben wir alle wahrscheinlich, dann können wir alle Kinder mitbringen. Oh Gott. Vermutlich. Oh Gott. Oder auch nicht, aber das können wir ja sehen. Wir haben natürlich von dir auch viele Aufnahmen von damals. Mhm. Und ich würde sagen, wir schauen da mal rein. Übrigens, die Aufnahmen sind zusammengestellt von Andreas Bernhofer, Roter Fuchswerk in der Community. An dieser Stelle, ich habe mich natürlich auch schon persönlich bedankt, nochmal ein herzliches Dankeschön an den Roten Fuchswerk für diese großartige Arbeit. Und jetzt zu deinen Aufnahmen. Ja. Da spielst du Luftgitarre, ne? Das glaube ich nicht. Ja. Das habe ich nie im Leben getan. Schaut euch das mal an. Das habe ich nicht gemacht. Das glaube ich nicht. Ich war doch immer so reserviert. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich das bin. Wie ist denn dazu gekommen? Jeder weißt du crazy. Das noch? Ich weiß es nicht mehr. Also ich kann mir nur vorstellen, dass wir einen Luftgitarren-Contest hatten. Und ich frage mich, hast du nicht mitgemacht? Nee, ich kann mich nicht daran erinnern. Aber ich glaube, ich habe ganz knapp vor oder hinter Gregor gewonnen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Kannst du? Ach, ich spiele so in Wahrheit auch Gitarre. Das sieht so professionell aus. Na, ich kann ein bisschen spielen, aber keine E-Gitarre. Ah. Aber ich wollte schon immer zu diesem Luftgitarren-Contest fahren. Den gibt es ja weltweit, ne? Ja. Also so in Weltmeisterschaften. Ja. Wollte ich immer mal hinfahren, genau. Und dann haben wir hier auch den Beweis, dass der Netbeat scheinbar alle Leute immer zum Lachen bringt. Und vor allen Dingen aber uns selber, ne? Also man kriegt da leicht mal einen Lachflash, so wie eben auch hier. Es muss am Netbeat liegen. Oder am J vorne. Entschuldigung. Okay, gut. Ich habe mich, glaube ich, wieder ein. Was war denn da? Kannst ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe über Uta gelacht. Wie? Ich finde Uta immer total lustig. Also, ich bin nachher mal im Internet.
Oh, Uta ist echt geil. Okay, immer wenn Uta gerade quatscht, muss ich vor Lachen heulen. Es tut mir echt super leid für die Maske. Alles verläuft heute. Okay, britische Physiker haben eine ja, Formel Studi, für die Stöttelschuhe. Formeln waren auch immer super. Ja. Und zwar, wie man den perfekten Stöttelschuh. Was waren immer so deine Lieblingsthemen? Was hast du am liebsten gemacht? Formeln habe ich sehr gerne gemacht, am Flipchart, ne? Ja. So erklärt und so. Dann habe ich gerne gemacht Weltraum, nachdem du mich eingeführt hast am Anfang. Hatte ich ja überhaupt keine Ahnung, kannst du mich erinnern? Ja. Da hast du mich gefragt. Natürlich auch noch eine Zahl, nämlich der Sexappeal-Faktor P. Der Stefan 7777. Die Formel war für mich ein bisschen kompliziert. Ja. Aber irgendwie. Also witzig war halt beim Weltraum am Anfang, ist eigentlich peinlich, dürfte ich gar nicht erzählen, aber da habe ich dich, glaube ich, kurz vor meinem ersten Take zu Weltraum gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sonde und Satellit, kannst du dich erinnern? Ja, klar. Das ist so peinlich. Naja, irgendwann muss man es halt einfach erfahren. Ja, ne? Also ja. Insofern, und jetzt bin ich Weltraummeister, weißt du? Ja. Mit Parabelflug, allem drum und dran. Mit allem drum und dran. Da hast du ja auch schon mitgemacht. Das war auch noch in der Zeit bei Giga. Ja, das war, ich glaube, kurz bevor ich gegangen bin oder ein Jahr davor. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber auf alle Fälle war es großartig. Mir war, ich habe, 25 Parabeln gekotzt. Ja. Ja, und dann bin ich aber einen Tag später nochmal geflogen und da ging es mir blendend. Aha, also auch nach einem ordentlichen Parabelkotzen kann es einem gut gehen, so viel wissen wir auf jeden Fall. Joey, schön, dass du da bist und ihr könnt natürlich auch mehr von Joey erfahren im Chat, da bist du nämlich jetzt gleich wieder. Ja. Und im Comments-Bereich könnt ihr natürlich auch eure Fragen stellen. Jetzt, Netbeat, der geilste Channel von allen, das ist der Artikel. Heartbeat. On Air heißt Anarchie und jetzt geht's raus mit der Anarchie. Komm mal mit, hier, nein, da lang. Los, zieht euch was an. Wollt ihr mit rauskommen, Thomas? Ja, komm mit, komm. Großartiges Sicherheitssystem. Komm mit. So? Ist ja egal. Das senden wir dann einfach durch. Das ist ja live on tape. So, bisschen kalt, Weihnachten ist aus. Außerdem eine großartige Demonstration. Wahnsinnig viele Luftballons nur für uns. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Ja. Ganz schön kalt. Ich möchte übrigens meine Solidarität mit den Ersten aus der Charité bekundtun. Also Los. Großartiges Fanaufkommen hier. Die Hartgesottenen stehen dick eingepackt vor der Tür. Wen haben wir denn hier? Anja. Anja, hast du auch einen Nickname? The Real Honey. The Real Honey. Oh. Wow. Wie lange bist du schon bei Giga dabei? Also bei Giga Green noch nicht so lange, weil ich kann es jetzt in letzter Zeit nicht mal gucken, wegen Schule und so, weil es jetzt andere Uhrzeiten sind und so. Aber insgesamt weiß ich es noch nicht genau. Und wo hast du dich jetzt bei der Schule weggestohlen oder bist du nach der Schule ganz brav hierher gekommen? Wandertag. Wandertag, das heißt, du wanderst nicht mit? Nein, ist schon vorbei. Ach so, super. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich gehe mal weiter, denn hier haben wir einen absoluten langen Giga-Friend. Das ist Synchron. Ja, oh Mann, weißt du sogar. Ja, natürlich. Erzähl doch mal, wie bist du zu Giga gekommen? Ja, durch Zufall, durch Zeppen und dann habe ich gehört, wie die Hosts gesagt haben, wie man sich anmelden kann in der Community und dann habe ich mich einfach angemeldet und so wie alle dran teilgenommen. Dann bist du sozusagen ein Fan der ersten Stunde. Ja, ich weiß nicht mehr genau seit wann, aber müsste ziemlich zum Anfang gewesen sein. Und außerdem hat er eine Seite, Inside for You. Bist du da schon mal drauf gewesen? Ja, Inside war immer mein Lieblingschannel. Wie ging das immer? Inside. Oder? So, nee, das ist doch gar nicht der Mittelpunkt. Du bist ein Inside-Fan, ne? Ja, selbstverständlich. Du hast eine ganze Inside-Fan-Seite gebaut. Genau, weil die Hosts, sie haben immer den besten Bereich gehabt. So wollen wir das hören. Wir haben aber noch weitere Fans. Wir kommen nachher vielleicht noch mal raus, wenn es dann ein bisschen wärmer geworden ist. Einen haben wir hier. Ja, der ist groß. Wer bist du? Ich bin Marco. Marco, hast du auch einen Nickname? Ja. Dragoon Storm. Und wie lange bist du schon bei Giga dabei? Giga kenne ich schon seit ungefähr 6 Jahren, aber in der Community bin ich erst so seit 3 bis 4 Jahren dabei. Wie alt warst du denn, als du bei Giga vor 6 Jahren das erste Mal reingeseppt hast? Ich glaube 12 oder 13. 12 oder 13? So alt war ich damals auch. Ja, ganz genau. Und heute dick eingepackt, worauf freust du dich heute hier? Hier zu sein. Hier zu sein, ja. Interviewt zu werden. Interviewt zu werden. Hast, ja. Möchtest du deine Oma grüßen? Nee, meine Mutter grüße ich, sie guckt bestimmt zu. Super, dann macht ihr gleich noch ein bisschen Tänzchen für uns, du auch nochmal. No? Wie heißt du? Dicky. Ich hab schon Schuhe an. Wow. Das hier rot und silber und das passt aber auch zu. Zu?
Wer bist du? Niki. Niki. Und dein Nickname? Giga Niki. Giga Niki. Und wie lange dabei? Rettetorfen 3. Auch schon sehr lange. Guck mal, die laufen alle weg. Komm mal hierher. Was ist denn das? Komm, wir beißen noch nicht. Mach mal ein großes Gruppenfoto für zum Schluss. Niki, alle herkommen. Alle winken, Gregor. Alle Giga-Fans, hier, komm her, Gregor. Aua, hab ich dir auf die Füße getreten, ja, fiese Schuhe, ne? Schuhe. Komm, einmal großes, draußen vor der Tür. Wir feiern kalt. Ja. Drinnen geht's jetzt weiter. Happy Birthday, Giga. Können wir singen? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes Giga. Happy Birthday to you. Tschüss. Jetzt geht's drin weiter. Sind wir an? Sind wir an? Yep. Ja. Ja, mir geht's super. Ich telefoniere gerade mit der Freundin von unserer seit 2000 Fan von Giga, oder? Wie heißt eigentlich deine Freundin? Michaela. Ist sie ein Fan, Telefon? So ein richtiger, ist sie verliebt in den Thomas? Ich glaube, keine Ahnung. Warum, danke. Warum danke, will die jetzt telefonieren? Naja, sie findet ihn gut. Ah, möchtest okay. Du mal mit Gregor telefonieren? Aber sie ist doch bestimmt nur ein Thomas. Gregor, komm doch mal hier rüber. Hier möchte gar niemand mit dir telefonieren. Ist das an? Gott, ist das spannend. Der friert sich hier wirklich. Gregor. Hallo. Hi, Michaela. Hört man das? Die mit den roten Locken? Die mit den roten Locken? Ja. Das ist auch so, ne? Ihr trefft euch doch auch. Kenn ich sogar. Immer mit den Giga-Fans. Ist richtig. Im Chat, ja. Du bist, jeden du, Tag. Dass du Thomas so geil findest. Früher zumindest. Du hast dass du Thomas so geil findest. Ich habe damals jede E-Mail beantwortet. Ja. Ja. Wir stören hier gerade das Gespräch. Ich dachte, ich finde Thomas so geil. Hör mal, ich kann dir die Zimmernummer sagen vom Hotel heute Abend. Ja. Wo der Thomas übernachtet. Hier geht was. Ja, dann musst du halt schnell in den Flieger steigen. Also ihr könnt gerne noch herkommen oder anrufen. Dann gebe ich dir einfach die Adresse in Düsseldorf, wo Thomas wohnt. Also es ist Thomas Schanze. Wir sind jetzt am Pariser Platz, also kommt gerne noch her, stoßt mit uns an. Ihr kriegt vielleicht auch noch einen Kuchen von uns, denn hier ist großes Giga-Geburtstagsfest vor der Tür am Pariser Platz. Tschüss, bis später. Aber sowas von. Video? Jip. Bumper? Jip. Netbeat? Jip. Bumper? Jip. Einspieler? Jo. Help? Help? Ah, hier sind wir dran. War ein Brüller. Ja, das kommt an. Finde ich auch. So wie unsere Text früher immer. Ja. Ja. Stimmt, wir haben ja auch die Abendsendung ab und zu. Stimmt. Potsau und so. Aber das machst du nicht jetzt an von der Seite. Kam das jetzt so rüber oder was? Ja. Absolut. Kevin, ganz kurz. Was denn? Ich muss beweisen, dass ich im Chat bin. Könnte mal irgendjemand was anderes hinschreiben? Was zum Beispiel? Das ist eurer Fantasie überlassen. Ja. Joey könnte ja was anderes machen, außer jetzt. Könnten auch mal wieder in den Chat. Besser was an der Backe. Übrigens, ist dir schon mal aufgefallen? Wir wollen noch Movies zeigen. Genau, wir wollen noch Movies zeigen. Wir hatten ja nicht nur Spaß. Im Help-Bereich, sondern auch mit, wie hieß nochmal die Charlotte. Mit Charlotte hatten wir auch sehr viel Spaß und da haben wir ja mal nach jahrelanger Planung, bevor sie überhaupt bei Giga angefangen hat. War wirklich so, ja. Wir haben das ungefähr ein halbes Jahr geplant, bis wir diese Aktion durchziehen konnten, weil es kam immer irgendwas anderes. Entweder war Charlotte nicht da oder das Hostpult war nicht da oder sonst irgendwas war nicht da. Aber dann kam dieser Take und der ist ganz besonders. Ganz besonders. Herzlich willkommen wieder zurück. Ich bin im Forum und gucke mir nämlich gerade eure Comments an. Und zwar, was ist denn hier los? Was habt ihr denn? Was ist denn hier los? Mann. OZ 2005 schreibt, also ich finde das mit den Vorsätzen schwachsinnig, da die Leute es sowieso nicht einhalten und spätestens, wenn man am Neujahrsmorgen der Kater da ist, kommt eh wieder die Zigarette. Bitte was? Kolschan 1 sagt, hi, also ich nehme mir fürs nächste Jahr gar nichts mehr vor. Das war irgendwie viel besser. Also es hat Style, ja. Es hat viel mehr Style gehabt. Das Krasse war ja auch, da kann ich mich jetzt dran erinnern, damals gab es ja noch die Host-Garage, wo die Hosts immer während der Werbung eben saßen und auf ihr Take warteten. Und Charlotte saß dort drin und wir mussten sie natürlich irgendwie ablenken, dass wir das Host-Pult wegtragen konnten. Ja. Und Bunky hier aus der Help-Redaktion, da sieht man gerade, hat Charlotte noch richtig schön abgelenkt, indem er vor eine Viertelstunde
am, hier in der Garage stand, ja, und ihr irgendwas erzählt hat von wegen, ja, Weihnachtsfeier war gut, ne? Und so, ja, 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 super. Was warst du auch da? Und Charlotte natürlich im Hinterher, was, ja, das ist eigentlich hier eine Frikadelle als Ohrbunk. Ja. Frikadelle, wo ist die? Die ist jetzt weg. Die hat der Marco mitgenommen. Das war mein gut, Stichwort. Das war eben Charlie, aber wir hatten ja im Help-Bereich, du hast ja das Help-Center gemacht, mhm. Du hast jede Menge Mails bekommen, aber die meisten Mails haben wir nicht von außerhalb bekommen, nein. Ja, 90% kamen eigentlich von intern, ja, ja. Der Rechner geht nicht und ich kriege den Chat nicht auf. Genau, und von diesen 90% kamen wiederum 80% von einem Herrn Dominikus. Das war noch zu deiner Zeit. Das war noch zu meiner Zeit, als Jochen in London zugange war. Das heißt, er hatte ein schnuckliges kleines Büro in London und musste von da aus eine Sendung machen. Eine Besenkammer. Eine Besenkammer. Und das Coole daran war, er hat gleich die Nerven verloren. Ja, also sagen wir es mal so, er hatte nicht sehr viel Freude mit seinem Computer und ich habe wirklich jeden zweiten Tag einen Anruf von ihm bekommen. Und warum eigentlich, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, wo sind die Movies? Da. Fangen wir doch ganz einfach hier mit dem allerersten Jochen-Movie an. Der hat sehr viel Spaß in London gehabt. Ich glaube... Oh, scheiße, ey. Bin ich schon dran? Ah! Geht eh nicht. Nix da, das wird nicht durchgezogen, die Scheiße hier, du! Schmeiß die Scheiße aus dem Fenster! Ich hab wenigstens das Bild. Du siehst, Jochen war sehr kompetent, was Computer anging. Ja, ich glaube, da hat er gedacht, jetzt habe ich's. Aber wohl doch nicht. Jetzt kommt's. In 30, die können mich am Arsch. Weißt du, diesen Satz übernehme ich schon sehr gerne von Jochen. In 30? In 30, die können mich am Arsch. Aber es geht ja noch weiter. Das heißt, Jochen ist mir wochenlang auf den Keks gegangen, weil immer wieder... Mein Rechner geht nicht! Diesen Satz habe ich schon auch in seiner Mail immer wieder gehört. Das Ding hast du auch noch auf deinem Handy als Klingelton, ja, oder? Damit ich ganz genau weiß, Jochen hat angerufen. Und, Standleitung direkt. Naja. Er sagt denen mal, dass es vielleicht sein kann, dass ich nur 3 Minuten hinkriege, weil mein Rechner total abgestürzt ist. Wobei, 3 Minuten ist ja schon, ne? Ja, 3 Minuten ist für Jochen ohne Computer eine Ewigkeit. Mich wundert, ja, dass dieses Movie nicht auf sämtlichen Fanpages eigentlich weltweit gelandet ist, ja? Ja. Ist eigentlich so ein potenzieller Kandidat irgendwie dafür. Ich habe mich ja noch gewundert, warum Jochen mir nicht direkt schon irgendwelche Videos geschickt hat. Genau, weil er den Fehler einfach aufzeichnet. Also der ist sowas von abgestürzt. Also jetzt mal richtig, also nicht nur so halb, sondern... Man muss jetzt zur Erklärung sagen, das war alles an einem Tag, ja? Oder? Das war alles an einem Tag. Nicht, dass ihr denkt, das wäre ein Zusammenschnitt von... Nein, es war halt wirklich so, das sind auch keine gestellten Szenen. Hm? Der hat mich wirklich jeden zweiten Tag angerufen, weil entweder irgendwas mit seiner TV-Karte nicht stimmte, ja, oder sein Rechner komplett abgeschmiert war und Windows neu installiert werden musste. Und so etwas über das Telefon zu machen, ist eh schwierig. Und wenn du dann auch noch in London sitzt... Da ist die Verbindung ja auch top, ja, und da kann man ja hier sofort hier... Weil die Mail kam ja auch nicht direkt am gleichen Tag an. Die hat ja so eine Zeit lang gebraucht über den Kanal. Ja, ja, klar, ne? Zeitverschiebung. Zeitverschiebung und vieles mehr. Du sagst. Und es gab auch noch einige wunderschöne andere Sachen, aber wo war's denn? Ich glaube, das... Hast das, du noch was? Habe ich noch was? Ja, ich habe noch deinen allerersten Take, glaube ich. Ja, das war ja, ist ja ein Highlight. Dein Kevin erster Take, hier. Papierschlacht hatten wir ja schon. Ihr werdet euch jetzt wundern, warum wir hier zu zweit sitzen, aber wenn ich aus dem Urlaub zurück hat sich ein bisschen verändert, hatte kleine Allergie gehabt vor dem Essen in Bulgarien und na Benji, wie geht's dir denn so? Ja, wunderbar. Ja. Rote Augen habe ich ja immer noch ein bisschen. Ja. Das sieht man's. Das war ein Zeichen von Benji damals. Muss man auch dazu Benji sagen. Hatte immer rote Augen gehabt. Ja, das stimmt. Aber egal, selbst wenn er 36 Stunden geschlafen hätte, die Augäpfel geputzt hätte. Da waren keine Drogen im Spiel, um das nochmal festzustellen. Gut, dass du das jetzt sagst. Ja, muss man, oder? Tat er so aus. Und siehst du, was der Typ da macht? Ein Tee. Ein Tee macht der. Ja. Kannst du auch noch andere Buchstaben, Marco? Das ist ein A. A. Ein Y. Ein V. M, M, C, C, A. Ja, und damit kommen wir auch zum Ende, was? Das heißt jetzt ein anderer Bereich. Ja. YMCA, viel Spaß. Wir waren schon lange nicht zusammen und er. Dabei könnten wir es tagtäglich sein, aber jetzt ist dieser junge, engagierte, aufstrebende Mann hier, Matthias Killing, der mir meinen Platz streitet. Ich mache mit immer mit ihr moderieren will. Früher haben wir es jeden Tag getan. Das ist wohl richtig. Außer am Wochenende, da warst du faul, da wolltest du nicht, da hast du mich verschmäht. Und ich musste trauern. Als du noch nicht hier warst, waren wir oft dann so eher das lustige Giga-Reel, das auch mal gern so ein Yo-Yo-Hannes gezeigt hat. Yo-Yo-Hannes, wo dann auch solche Pups-Dialoge gelaufen sind. Ja. In solche
Sachen, als du schon da warst, hatten wir auch noch so Events wie den hier. Erinnerst du dich noch an Leutnant Deutschland? Leutnant Deutschland! Da gibt es übrigens nicht nur diese Teaser, diese Einspieler für, sondern einen ganzen Film, der immer online zu finden ist. Ich habe damals diesen jungen Mann angeheuert. Die Männer, die Langweiligen, waren ja hier. Und dann dachte ich mir, wir brauchen einen, der auf die Straße geht. Und das war der Leutnant. Ja, der Leutnant, den gab es aber auch, glaube ich, nur einmal. Zweimal. Mindestens. Mindestens. Also eigentlich gibt es eine ganze Serie. Ich finde das übrigens alles auf der Seite. Wir haben heute auch nochmal unsere komplette Geschichte nachgezeichnet. Daniel Dangelmeier hat das für uns getan. Geht da mal unbedingt drauf. Und da findet ihr auch Shots and Picks. Und so sieht Christoph aus, wenn er mir angestrengt und konzentriert zuhört. Richtig. Aber du hast mir auch oft gar nicht zugehört. Ich habe dir immer zugehört. Nein. Im Moment habe ich dir gar nicht zugehört. Da ist mir nämlich eingefallen, der Chef dieser Sendung, das bin ja ich, also hat jedem Netzreporter gesagt, ihr müsst heute Sachen verlosen. Diese T-Shirts, wie die aussehen, sehen wir jetzt. Marco, wo bist du? Also hey, von vorne, Marco. Die glorreichen Sieben. Wo ist die Kamera? So, das bin immer noch ich. So, jetzt Achtung. Vorne die glorreichen und Sieben umgedreht. Drehen? Giga, wir sind ihr. Und wenn ihr so ein T-Shirt gewinnen wollt, dann einfach auf unsere Webseite und die Shots and Picks zählen, die an dem Artikel sind. Ein News Update Reel, 4 Jahre und 18 Tage, News und Infos at Giga. Und dann schicken wir euch die Teile zu. Wie viel werden wir verschicken? 10? Mindestens, mindestens. Also wenn die anderen Bereiche, die wollen, dann können wir auch gerne 20 verschicken. Ihr müsst nur auf unsere Seite gehen, Giga. Genau. Und die Lösung, wie viele Shots and Picks in diesem Artikel sind, einfach an alexandra@giga.de schicken. Mit Adresse. Gerne. Und dann losen wir das ja, Ganze. Ja, definitiv. Das machen wir. Ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich übrigens auch darüber, dass wir hier so eine wundervolle Zeit verlebt haben, die letzten 11 Monate. Das klingt so wie nach Abschied. Nein, es ging aber so schnell. Ich habe ja damals gedacht, als ich nach Berlin kam, oh mein Gott, diese Männertruppe, da muss ich erstmal ein bisschen Wirbel machen und erstmal hier meinen Platz verteidigen oder beziehungsweise mir erstmal erkämpfen. Und jetzt sind irgendwie schon 11 Monate rum. Und dass wir sogar Sondersendungen dahin gekriegt haben. Ja. Hat gesagt, Christoph, wir müssen seriöser werden. Gab es dann auch solche Sendungen wie, hey, lasst mal die Jugendvertreter von den Parteien antreten in der legendären Elefantenrunde, die es bei uns gab. Und da haben wir auch mal eine Minute zusammengeschnitten, wo wir einfach jetzt mal reingucken. Hannes, da sind wir eben so ein bisschen dran vorbeigeschrammt, die Studiengebühren. Also da sagen die einen, das ist absolut unfair und die anderen sagen, es ist richtig. Wie sieht's aus mit den Studiengebühren? Werden die bei euch eingeführt? Ja, es ist richtig, aber es ist wichtig, wie sie ausgestaltet werden, weil dann schafft man es nämlich dann, dass es sozialverträglich ist. Ich glaube, es ist auch eine schöne Debatte, dass wir uns fragen, wer wann wie viel versprochen hat, wie viel in die Bildung fließt. Das ist alles schön und gut und jeder hat da bestimmt mal Fehler gemacht, aber Fakt ist doch, heute ist es nicht gut an den Unis. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also ich habe schon das Gefühl, dass es weniger Studenten in dem Seminar bei mir geben könnte, dann könnte man sich mehr mit seinem eigenen Professor beschäftigen, dann würde jeder Student besser studieren. Das heißt, Fakt, wir brauchen mehr Geld an den Unis. Die BAföG-Empfänger sind um 37% gestiegen. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass junge Menschen wieder die Chance haben, auf die Uni zu gehen. Und zwar auch solche, die nicht einen dicken Geldbeutel haben. Und insofern ist das eine richtige Politik. Aber in der Tat, es stimmt. Wir brauchen mehr Investitionen auch in die Bildung. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Wird, wenn die Mehrwertsteuer kommt, wird Geld aus der Mehrwertsteuer in die Bildung fließen? Nein. Hervorragend. Johannes. Ja, da saßen die Kanzler von morgen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber da saß auch die Christiansen von morgen, habe ich das Gefühl. Guck doch ja, mal, du so, hast dich ja so interessiert. Du hast dich ja irgendwann zurückgelehnt und einfach nicht mehr moderiert. Ja, du hast das so gut gemacht. Du hast immer gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf die Elefantenrunde. Dass du nicht aus dem Set gegangen bist, war alles dabei. Ja, hätte ich mal tun sollen. Sollte ich überhaupt mal tun. Aber ich finde, so ein Generationswechsel ist was ganz muss Wichtiges. Muss sein. Und du und Matthias, ihr habt euch ja gedacht, hey, wir sind auch total lustig. Und deswegen lassen wir uns total lustige Geschichten einfallen. Und deswegen haben wir erstmal gebastelt, ja? Wir haben diese Köpfe hier gebastelt von allen fast ehemaligen, du bist ja noch dabei, dich wollen wir ja nicht totreden. Jochen übrigens auch sensationell, man erkennt es nicht ganz. Und Vanessa. So, die Köpfe haben wir mitgenommen auf die Berliner Straße und wir haben die Menschen gefragt, was glauben die eigentlich, was sie tun. Aber wir gucken mal rein. Was könnte der machen, so vom Gesicht her? Arbeitslos, sagt er. Oh, weia. Also tut mir leid. Oh, das ist ein Verbrecher. Das ist ein Schwerverbrecher. Verbrecher nicht. Footballplayer? Footballplayer? Der ist Schlachterlehrling. Er sieht aus wie irgendwie so ein härter BSC-Säufer oder so. Das ist ja toll. Und der Rechte? Könnte Koch sein vielleicht, oder? Vielleicht. Sieht der süß aus?
Nee. Aber wie ein Teddybär, ja. Das kenn ich noch. Was macht der Mann wohl beruflich, der hier so nett lächelt? Comedy. Er ist Kabarettist. Finden Sie, dass der aussieht wie ein CSU-Abgeordneter? Nee, das ist voll gefressen, das passt natürlich. Der sieht ja irgendwie lustiger aus. Weil er so vital schaut, so... Rätselschlauchmäßig. Also ich finde auch, die sehen hier so medienfuzzi-mäßig aus. So. Finden Sie, dass er sympathisch aussieht? Ich bin nicht wie. Naja. Das ist einer vom Fernsehen. Aussehen tut er wie ein Talkmaster oder so. Kenn ich auch nicht. Wer von den drei Herren ist die First Lady von Berlin? Der Freund von Wovereit? Dieser hier. Und die anderen beiden? Hat er mehrere? Gucken Sie mal, wir haben hier ein Bild von einer jungen Frau. Was könnte diese junge Frau von Beruf machen? Keine Ahnung. Die macht mit bei dem Wettbewerb von Dieter Bohlen hier. Deutschland sucht so einen Superstar. Ja, ist die wenigstens hübsch. Sehr schön sieht sie aus. Ja, ne? Ist okay, ne? Ist okay, ja. Ja, auf solche Frauen stehe ich. Hast du sie schon mal gesehen? Nee. Hättest du die gerne schon mal gesehen? Ja, warum nicht? Vielen herzlichen Dank. Okay. Dankeschön. Ja, schönen Tag. Wer kann eigentlich von uns ehemaligen Moderatoren jetzt am besten weg? Vanessa, würde ich sagen, oder? Auf diese Frau stehe ich. Los, leg dich hier hin wie früher. Bei Vanessa haben übrigens alle richtig geraten. Viele haben gesagt, du bist Model. Und du warst nochmal Model, oder? Nee, nie so richtig. Okay. Sonst hast du denn mit dafür haben dich eingestellt, weil du gesagt hast, ey, ich bin Model. Nie gereicht, kein Mailand, Paris, New York. Dafür hast du bei Giga gearbeitet, bei Giga Real. Da könnt ihr übrigens rausgehen auf dem Bereich. Bis später. Beim 7. Geburtstag von Giga dürfen natürlich auch die Leute aus unseren Lokalstudios nicht fehlen. Jeden Tag berichten sie aus Bremen, Hannover, Hamburg, Mainz und Saarbrücken und bringen uns sozusagen die News direkt vor Ort und vor allen Dingen euch natürlich. Jetzt seid ihr hier. Erstmal schön, dass ihr da seid. Es gibt aber mit Sicherheit eben viele, die euch nicht kennen, weil ihr eben lokal berichtet. Stellt euch doch mal vor, von wo ihr seid und was ihr dort macht. Jo, also das ist Danny. Ja, für kenn alle, ich kenne doch alle. Was? Mich kennen alle? Ja, ich bin. Egal. Ja, und wir sind eben bei Giga Lokal in Saarbrücken im Saarland. Und ich glaube, sind einfach das Beste im Studio auch. Nicht nur, weil wir am jüngsten sind. Lass mich auch mal was sagen. Ja, nee, also, nee, auf jeden Fall, würde ich mal sagen, weil wir machen dafür, dass wir einen richtig schlechten Fußballverein haben, eigentlich noch ganz gutes TV. Mies. Ja. Welche Liga ist der? Erste FC Saarbrücken? Zweite Liga, abgeschlagen, letzter Platz. Noch, okay. Noch zweite Liga. Also bald regional, wahrscheinlich. Bald regional. Aber es ist verbesserungsfähig, hoffen wir mal, dass was draus wird noch. Ja. Okay. Weiter geht's. Und wir sind natürlich die Besten im Südwesten. Wir sind nämlich Giga Rheinland-Pfalz. Ich bin Marlin. Athena. Und wir sitzen in Mainz. Und Mainz ist nicht nur großartig, weil es den wunderbar besten, großartigsten, sympathischsten Fußballverein der Liga hat, nämlich Mainz 05. Gruß an Kloppo und seine Jungs. Genau. Sondern es gibt dann noch die Fasnacht. Ja, und deshalb jetzt für Giga zum 7. Geburtstag ein dreifach donnerndes Hello, Hello, Hello. Ja, soweit ist es. Ja, doch, die Karnevalzeit hat schon begonnen, ne? Die Fasnachtzeit. Ja. Bei den Mainzern läuft es ja nicht ganz so toll bei dem Fußballverein, ne? Das ist eine sympathische Mannschaft, aber... Also, wichtig ist, dass wir in der Liga bleiben. Und ja, okay. Ja, dabei man muss es mal so sehen, wir haben gegen die Eintracht Frankfurt 4 Tore geschossen und davon waren, also 4 Tore geschossen und 2 für die Frankfurter. Ja, also wir haben die denen sozusagen geschenkt, ja? So sind wir, zu unseren Rivalen. Ja. Okay, dabei sein ist alles, genau. Wahrscheinlich in der ersten Bundesliga für Mainz. Und Spaß haben. Richtig. Und schön, dass ihr da seid und ich drehe mich mal auf die linke Seite. Wie kommt man denn mal zu den Fußballthemen? Ne? Ich wundere mich, wir sind schon wieder beim Fußball. Immer wieder Fußball. Fußball regiert die Welt. Das Peter weiß auch Kaiser Franz Beckenbauer. Genau. Peter Neururer ist ja aber 96. Die Mainzer sind, glaube ich, verantwortlich für das Aus von Trainer Ewald Lien. Wir sind froh. Macht mehr Spaß zu berichten. Ja. Und ja, wir beiden, wir sind sozusagen Marie und Ingmar und wir sind das älteste Lokalstudio und es gibt schon ganz schön lange. Anna war ja auch mal da und Dennis und Anna redet immer von der Mutter der Lokalstudios. Ne? Die Mutter der Lokalstudios. Kommt ja schon der Putz von der Wand, wenn das Studio so alt ist? Nee, es sieht sehr schön aus. Es ist wunderschön und jeder sollte auf jeden Fall vorbeikommen. Also ihr haltet das auch so ein bisschen in Schuss. Wir halten das in Schuss. Wir haben eine Putzfrau, die sich darum kümmert. Okay. Ne? Das ist nicht möglich. Putzfrau ist ein gutes Thema. Ja, uns gibt es seit August 2001 somit das älteste und vor allen Dingen, ich glaube, auch eines der schönsten und größten Studios haben wir in Hannover nämlich. Wir sitzen im Tiethof, das ist eine Spitzenadresse und jeder, der kommt, findet das super. Wir finden es auch super und bleiben noch auf jeden Fall ganz lange da. Das ist gut. Ja, ich bin Angelique.
Und ich bin Fero und wir sind aus dem Lokalstudio Bremen. Und Martin, nur ja, ganz bitte. Kurz, wir wollen auch beim Thema Fußball natürlich bleiben. Und ich wollte dir ganz kurz sagen, dass wir mit Miroslav Klose tatsächlich den besten Fußballstürmer Deutschlands stellen. Ja, ja. Das kann ja sein, aber es ändert natürlich an der Sache nichts, ob er Pfälzer ist, ob er Bremer ist. Er kann trotzdem nichts, das wisst ihr im tiefsten Inneren auch. Zeitlich ist super eng jetzt gerade. Ah ja, und dann schnell weitergehen. Also wir sind Anna und Dennis aus dem Lokalstudio in Hamburg und das ist das Nördlichste und natürlich das Derbste und wo wir beim Fußball sind, HSV, muss man glaube ich nicht viel zu sagen, deswegen haben wir schon ausgelabert und können leider abgeben dann. Ja. Tja, dass es in den Lokalstudios nicht immer nur um Fußball geht, das könnt ihr natürlich jeden Tag in der Woche selber erfahren, auch auf der Website, da gibt es coole Aktionen, schaut mal vorbei, schön, dass ihr da seid, wir werden gleich mal ordentlich mit euch feiern und ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Die Sport und Funboys zeigen mal ein bisschen Wein. Ja, und das selbstverständlich nicht ohne fantastischen Grund dafür. Richtig. Denn es begab sich aber zu der Zeit, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika ein Sport sehr exklusiv und beliebt war, der, Gregor zeigt es, in vollendeter Perfektion, der den schönen Namen Baseball trägt. Und Baseball. Baseball. Und damals gab es Spieler. Es trug sich zu. Damals, zu der Zeit, als ein Gebot ausging von Kaiser Augustus, auf das alle Welt Baseball spiele. Ja. Da ging es um Barry Bonds. Barry Bonds, genau. Und um eine Wette. Ja. Zwischen mit dir. Zwischen Benjamin Bast. Ja. Unserem alten Bildmischer, oder? Und Aufnahmeleiter und der Ablaufregisseur. Der ein großer Baseball-Fan, selbst Baseball-Spieler war und auch Experte. Ich hingegen, muss dazu gestehen, war noch gar nicht so auf der Höhe in Sachen Baseball. Ja. Hab aber einfach mal gesagt... Wie in vielen anderen Dingen auch. Richtig. Das merkt doch keiner. Immer noch. Hab dann einfach gesagt, so, der macht den neuen Home-Run-Rekord. Und dann, nein, macht er nicht. Und dann Wetteinsatz. Ja? Und dann ging es darum, dass man sich die Beine von dem anderen dann... entfernen lassen musste. Wir wussten. Die Beinbehaarung. Hui, harte Wette da. Aber du hast gewonnen. Gott sei Dank. Ich habe gewonnen, ja. Und da gibt es ein paar. Wir gucken da mal rein. Benjamin Bast hat die Wette verloren und musste sich von Gregor Teicher die Beine enthaaren lassen. Ja, geholfen hat mir dann aber der Profi, ein Profi in Sachen Enthaarung. Sumi Kasama. Das hast du jetzt gesagt. Das sehe ich gerade. Ja, aber, entschuldige, bitte. So, in welchem Zusammenhang? Gregor, wir erinnern uns gerne, das, was Benjamin Bast an Beinen an den Haaren hat, ja, das ist ungefähr das Gleiche, wie es Meister Propper auf dem Kopf hat. Also das ist wirklich war nicht so viel, ja. So, erklär mal. Eingerieben mit irgendwas? Ja, es hat Sumi alles in die Hand genommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben uns dann darauf geeinigt, auf diese Hardcore-Methode mit diesen Bändern, Klebestreifen drauf. Heißwachsenthaarung. Ja, irgendwie so. Ich spule mal ein bisschen vor. Mach mal so. Da wird's auf. Oh, sind doch ein paar mehr Beine. Haare. Bin ich jetzt schon dran? Ich glaube, ich bin dran, ne? So, die streiche jetzt doch da schon. Das hat mich damals schon irritiert, wie wirklich einfühlsam und begeistert du Benjamin Bast. So, Achtung, so. Achtung, jetzt. Jetzt? Das Dunkle darunter sind die Haare. Hier unten anfassen jetzt schon und mit gleichmäßigem Druck. Langsam abziehen. Und jetzt? Ich bin soweit. Es tut mir leid, es tut mir drin mehr weh als ihm. Und? Das glaube ich nicht. Es tut mir mehr weh als ihm. Ja, mehr weh. Ha! Er hat mir hinterher gesagt, ich habe es ja auch falsch gemacht, man macht das dann möglichst in diesem Winkel. Man zieht es möglichst nach hinten weg und auf keinen Fall, so wie ich es gemacht habe, so. Benjamin, denn das tut weh. Muss man dazu sagen, wachsen bis heute an dieser Stelle keine Haare mehr. Das ist richtig. Ja, das ist vorbei, das ein für alle Mal. Zu dem nächsten Video muss einer von euch was sagen. Ich möchte das nicht vorlesen. Das ist ein nachmittagliches Familienfernsehprogramm hier. Ja, am besten Gregor erzählt, weil... Ich weiß nicht, wo es geht. Thomas, du schwuchtest. Thomas hatte sich gut vorbereitet auf seinen Take. Richtig. Ja. Und dachte, Mensch... Du wieder der aktuelle Trainer dieses Rumänischen. Ich lese mal die Comments vor. Hören wir zu. Und sage, schau mal, was Alf 1825 sagt. Gutchen jetzt! Der sagt, dass der Trainer weg ist, finde ich sehr gut. Ich hoffe auch, du Thomas wirst bald entlassen, du Schwuchtel. Ja.
Ja, einfach mal vorgelesen, was da steht. Ja? Ich habe vorgelesen. Und ich bin böse enttäuscht worden. Ja. Aber das war halt so eine Sache auch damals. Wir sind ja wirklich oft in den Chat gegangen. Das war ja so eigentlich unser Hauptding damals. Wir haben über Sportarten geredet, über andere Themen geredet, sind in den Chat, haben mit euch damals oder euren Großeltern damals gechattet und haben hinterher das vorgetragen, was im Chat gesagt worden ist. Natürlich in Form von Copy and Paste. Das heißt, in den Chat die Guten ins Zäpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Was man niemals machen durfte damals, war live in der Sendung in den Chat zu gehen. Das machen wir gerade. Und genau aus diesem Grund machen wir das. Wir sind gerade zu. Und guck mal hier, so sieht der Chat aus. Früher sah es ein bisschen anders aus. Und guckt mal, was passiert, wenn es das gleiche passiert, wie damals passiert ist. Wenn man einfach sagt, Tom sagt, hallo. Dann war die normale Reaktion, dass im Chat ziemlich die Hose abgegangen ist. Wie auch jetzt. Und guckt es euch an. Ja, so hat Riga ausgesehen vor einigen Jahren. Live-Chat. Wir möchten speziell ein paar alte Leute grüßen. Ja, also ganz viele kennen. Wirklich. Dafler sehe ich ja gerade. Dafler habe ich gesehen. Ja. Ganz weit vorne mit dabei. Ziegelei. Ganz wichtig. Persönlicher Gruß von mir an Leo. Leonarda. Wirklich Chatterin der allerersten Stunde. Und guckt euch an, was im Chat passiert. Ja? Hirkohuhn. Auch ihn möchten wir grüßen, denn er wäre bleich, wenn wir es nicht tun würden. Fantastisch. Rukus ist da, sehe ich gerade. Rukus ist auch da. Rukus, schön groß. Große Grüße müssen wir auch schicken unbedingt an Nefarius. An Requon, an DEG-Fanatiker, auch ganz wichtig. Thronzocker sehe ich gerade. Herrlich. XXRaubix. So. Wunderbar, euch alle wieder mal zu sehen. S-Club-Fan auch. Ja. Auch sie gab es oder ihn gab es. Wir verlangen dem Chat noch einen einzigen Gruß ab. Was sollen alle sagen? Happy Sport and Fun, Happy Birthday, Giga, okay? Genau, schreibt doch mal alle Happy Birthday. Bittet um ein Happy Birthday, Giga. Geht schon los. So, bin ich zu langsam? Ah, schaut euch dieses Bild an. Das Gute ist, die können uns ja auch schon hören. Ja, richtig. Schaut euch dieses Bild an, Gott sei Dank. Vielen Dank und wir sehen uns gleich. Ja, weiter chatten. Happy Birthday.